Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Palworld. In der letzten haben wir ja ordentlich Gas gegeben. Ich habe einen Shiny gefangen und ich habe ganz viele andere Viecher gefangen, um zu leveln. Bin jetzt mittlerweile Level 15. Ich glaube, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zurück zur Base. Ich nehme jetzt ein bisschen von diesem Palladium oder wie sich das schimpft mit, damit wir dann gleich auf jeden Fall wieder genügend neue Sphären craften können. Reapers ist auch mit am Start, deswegen legen wir auch direkt los. Edition. So. Also mein Ballverbrauch hier, Sphärenverbrauch, der ist ja geisteskrank, wenn man damit levelt. Schön jetzt mal hier die Palladium abbauen, die ich so unterwegs sehe. Nicht witzig, wie hier ein Kisten respawnen ist die ganze Zeit bei uns. Ab und zu da einfach mal eine Kiste respawnt. Was kann das große Bossvieh, was ich jetzt gefangen habe? Drachentöter-Passivfähigkeit. Drachenschaden? Minus 10%. Was kann er sonst noch? Gießen. Der kann nichts als gießen. Was für ein Scheißvieh. Wahnsinn. Wahnsinn ist der Kacke. Wow. Ey, diese Palladium-Bruchstücke, ne? Wir, da sind jetzt nicht 100 drin. Wir. Die arbeiten immer noch dran, ne? Ey. Weg mal ab. Ich bin tot. Kann man nicht einfach umstellen, nee. Ich habe gegen eine riesige Armee von diesen Gumos gekämpft, ne? Da waren irgendwie 15 Stück. Ich muss aufgeben. Da kannst du einfach hin und wieder einsammeln alles. Ey, ich habe gegen so viele gekämpft dort. Ich wollte die unbedingt alle besiegen und fangen, weißt du, für den Counter. Die haben dich einfach gefressen, die kleinen süßen Pflanzenviecher. Ja, gefressen, also ich da waren noch zwei, drei Stück, aber die haben echt gut. Das Ding ist, da war ja nicht einer, der eine Schlammbombe eingesetzt hat, ne? Wenn die das eingesetzt haben, haben das alle gemacht und dann kamen so 15 Schlammbomben auf mich zugeflogen. Da krachtet. Da hat's ordentlich gekracht. Jetzt laufe ich hier als nackter Piccolo rum. Das ist voll komisch, wenn man tot ist, dann wieder nackt einfach läuft. Ein bisschen cursed. Ja. Kern-MG, Wurzelpeitsche. Okay, wir haben 7.000 Cash in der Base. Wir brauchen unbedingt größere Kisten, Kevin. Mhm. Dann hast du die ab 18, ne? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg schon zu Level 16. Ich bin so geisteskrank schnell am Leveln gerade. Ja, ich hätte das auch lernen können, aber ich glaube, ich überlasse das dir, ne? Das Steinbauen einfach. Ja, ich will auch danach dann mit der Base richtig, also so eine Steinbase uns bauen. Ja, eine fette einfach, eine fette Steinbase. Schon ja, wieder dunkel. Die fette Steinbase. Seltenes Organ. Warum reiße ich dem Pulse die Organe raus? Das ist doch krank, oder? Nein, wieder aufstehen, hör auf zu schlafen. Ja, ja. Unsere Kisten müllen sich so zu. Da passt nichts mehr. Ja, wir werden so ein schönes Lager nachher haben. Ja, und Schokolade hoffentlich. Ja, Schokolade. Okay, dann auf geht's. Sammeln. Zuchten. Okay, ich bin jetzt fast Level 16 schon. Oh, komm. Den will ich auch noch fangen. Nicht weglaufen.
Grünes Ei im Singleplayer 15 Minuten. Ja, ist wahrscheinlich echt davon abhängig, wie du den Server auch eingestellt hast. Ob der weiterläuft, während du offline bist. Dort sind zwei. Da waren wir auch schon. Das ist gut. Oh! Haben wir jetzt entdeckt! Die wollen wir mitnehmen. What? Da ist noch eins. Ach, Kacke, ich hätte die Fackel mitnehmen sollen, habe ich vergessen. Ii. Ah, okay, da ist eine grüne, aber die ist an so einer Steinklippe. Das ist ja... Wiedergeborener Typ. Wiedergeborener... Level 50. Boah, mit dem würde ich mich aber nicht anlegen, glaube ich, ey. Was zum Fick? Das ist ein Mensch einfach, der chillt hier am Strand. Dir reden, bist du sauer? Ansprechen. Wiedergeborener Typ, was schaust du mich so an, als hättest du was verbrochen? Keine Sorge, ich bin kein Polizist mehr. Ich wurde bei der Arbeit von einem Laster überfahren und dachte schon, das wär's. Aber dann wache ich plötzlich auf dieser Insel auf. Als ich tot war, betete ich zu Gott, könnte ich doch nur eine letzte Pizza futtern. Und jetzt kann ich meine Pizza aus meinen Händen zaubern. Krasser Cheat, oder? Pizza, hier, bedien dich. Mir Pizza gegeben, Kevin. Ein Stück Pizza. Ist das ein... Du willst wieder Pizza gezaubert kriegen? Nee, du. Ich, wenn ich das mache, kriege ich immer Hunger. Du triffst irgendeinen wiedergeborenen Typen und der gibt dir Pizza. Ja, und der ist übel nahrhaft. So ein bisschen essen. Bro, was ist, wenn wir den fangen? Dann macht er uns immer Pizza, oder was? Oh, der ist Level 50. Ich hau ab, Alter. Lass gut sein. Wir merken uns den Spot hier im Chat. Ihr merkt euch das für immer und ewig. Und wenn wir Endgame sind, dann kommen wir wieder zu dem zurück. So machen wir's. Einfach wiedergeborener Typ Level 50. Wie random ist das bitte? Ja. Blödes Mistvieh, warum wehrst du meinen Ball ab wieder? Warte mal, ich will mal kurz gucken, was Fangwahrscheinlichkeit ist auf dem. Ich habe meine Bälle wieder abgelegt. Okay, den kann man gar nicht fangen. Ich habe natürlich wieder meine normalen Bälle abgelegt. Ey, warum sind da überhaupt Bälle bei uns in der Kiste, Alter? Oh Mann, ich habe R gedrückt, alle weg. Ey! Muss doch nicht sein. Ich muss die Nacht nutzen. Ich hole so viel Palladium-Bruchstücke. Ist das? Hier waren wir aber noch nicht. Wir werden hier die ganze Insel erkunden. Gruselige Geräusche. Hier sind so Viecher, die heißen einfach Depresso und die gucken auch schon so richtig depressiv. Hold ya. Okay, da muss ich lang. Was ist er denn? Wo ist denn meine Fackel? Bro, meine Gegner nutzen Hundemons. Oha. Und MGs. Ich
Ey, die zündet mich an. What the fuck is going on, man? Fucking hell. Der sah echt cool aus. Jetzt klaue ich dem sein Pokémon einfach. Incineroar. Keine Ahnung. So, aber jetzt muss ich erstmal. Essen? Boah, wie viele Seiten ich von den Viechern jetzt schon habe in der kurzen Zeit hier. Das ist echt krass. Also die Menschen, die nutzen auch Pokémon, by the way, ne? Zum Kämpfen? Ja, ja. Kannst du den zwar klauen dann, aber... Also diese Räuber. Mhm. Die werfen einfach Pokémon und dann fighten die dich. Oh mein Gott, guck mal, wie grün da ist. Oh, ich will das alles einsammeln. Wo kommen wir her? Von rechts. Oh, es wird schon wieder hell. Kann ich mir auf der Karte Sachen markieren? Geht das? Marker. Kann man tatsächlich. Leider sieht man den Marker dann in echt nicht. Schutzschaden bekommen. Geradeaus, da ist noch eins und dann ist da oben noch eins, okay. Okay. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man sieht, was in der Kiste ist, ne? Wie meinst du? Ja, dass man sieht vorher, was für Sachen in der Kiste sind, dass man die benennen kann oder so. Ach so, ja. Dafür ist halt gut, dass du nichts in der Hand brauchst. Das finde ich halt saugeil. Du brauchst nichts in der Hand. Du kannst sofort in der Base an der Werkbank gehen und sofort was craften. Ja. Du siehst, was es kostet und... Ja, die könnten gut so ein System wie in Dings machen, Grounded, wo du einfach mit einer Taste alles einsortieren konntest. Kannst du ja. Du musst halt an die Kiste rangehen. Du musst R drücken, ne? Aber wenn ich in der Kiste bin, oder was? Ja, du musst an der Kiste, drückst R und alles, was schon was in der Kiste ist, und du in deinem Inventar hast, sortierst dann ein. Weißt du? Angenommen, du hast zwei okay. Holz in der Kiste und 5 Stein. So. Und du hast jetzt aber im Inventar auch Stein und Holz. Dann drückst du R, wenn du in der Kiste bist, dann packst du alles Holz und Stein da sofort rein. Das ist schon cool gemacht. Okay. Du ersparst dir auch viel Arbeit. Also ich bin jetzt fast schon Level 17. Sauber. Ich komme sehr gut voran gerade. Da haben wir doch eine Nightwing. Warte mal, hat sie denn eine Fähigkeit? Laber jetzt nicht. Gesehen. Stand da gerade irgendwas? Boah, das wäre ein Träumchen, wenn der Blitz schnell wäre.
Ja, da bist du da unten, wie witzig. Den wollte ich gerade fangen und da sehe ich so ein G-Time, hä? Nein! Du hast ihn getötet, Kevin! Ach man, ey. Man tötet keine Nightwings. Ich wollte ihn so gerne fangen. Ich sag's aber so, wie es ist. Das sieht so scheiße aus, wenn man auf den fliegt. Ich will was Geileres. Ich will irgendwie so einen Drachen zum Fliegen. Da ist noch einer, ich hol ihn. Ich werde mit denen jetzt hier gönnen. Keine Ausdauer, das Vieh. Das ist der Kacke. Das ist der Kacke. Das Mammorest ist immer noch 1 HP da hinten, ne? Bam, Junge. Sehr geil. Gegönnt. Macht der da so rum? Oh, fuck. Boah, der macht immer noch krass Damage. Oh. Das hat niemand gesehen. Niemand hat das gesehen. Ja, niemand. Wir können lernen, für unsere Pengulett Panzerfäuste zu machen. Soll ich das machen? Dazu? Warum der des Rains in die Cards? Guck mal, Eisentruhe konnte ich jetzt leeren. Was will das Huhn von mir? Schluck den Baseballschläger. Hier, komm mal hier mit hoch, Kevin. Das haben wir die ganze Zeit nicht gemacht. Das wollte ich machen. Diesen. Wie sagt man? Outpost. Hau ich mir jetzt dieses extrem leckere Stück Pizza rein? Ja, volles Essen. Instant. Komplett OP. Guck mal. Crazy. Nice, nice. Trotzdem klettern müssen. Ist ja bei dir auch so durch die Gegend gebackt, als ich dich daran geschossen habe. Ey, guck mal, die haben da jemanden gefangen, die Wichser. Ich stell so auf Angriff. Ja. Die sind so schlecht hier. Töte sie alle. Wem gehört der Dino? Das ist meiner, der wird jetzt aufräumen dort. So. Ja, beide backen hier noch rum. Oh, chillig. Nice. Blah. Der hat so einen Flächenangriff, das ist geisteskrank. Befrei den Paul hier. Floppy, Level 10, du hast 9 Paul gefangen. Ach, man musste den nur befreien, dann gehört der dir. Okay. Wo, wie hast du den Enterhaken denn jetzt? Wie hast du den denn jetzt aus der Hand bekommen? Musstest du den nicht craften? Ja, ja. Aber der, es gibt noch einen besseren, den kann ich, wenn ich einen Punkt habe, leeren. Mega-Enterhaken. Der ist richtig scheiße, der Enterhaken. Der ist zwar unendlich, aber seine Reichweite, die ist so klein. Mega-Enterhaken. Voraussetzung nicht erfüllt. Nötige Technologie, Enterhaken-Pistole. Ach, du brauchst nur einen Punkt, dann kannst du es machen, ne? Ja. Ja gut, dann muss ich das aber auch lernen. Ich kann es nicht anders. Oder warte mal, nee, du kannst die auch bauen. Ich kann, ja, ich kann den craften, ich kann die auch einmachen. Okay, dann warte ich. Bis jetzt bin ich aber sehr enttäuscht vom Enter. Ich hab's mir echt ein bisschen geiler vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Torrent, machst du gut, Torrent? Hab ich den gefangen? Ja, ne? Das ist noch ein Schnellreisespot hier. Oh, hier ist auch wieder eine Höhle, wo ich bin.
rein, oder was? Und ich fange hier den Dings. Ja. Alter, hier ist eine fette Elden Ring Ruine. Ja. 500 XP. Eine Elden Ring Ruine. Ja. Mit einem Schnellreisefall. Meinst du jetzt hier die am Strand? Ja. Ich komm da auch hin. Ah, da. Irgendwie nichts. Er hatte Mild als Fähigkeit. Ach, hat man das gesehen vorher, die Fähigkeiten? Ach, guck mal, hier auf dem Turm ist auch so ein grünes Teil zum Einsammeln. Statue. Ja, die haben die bestimmt überall verteilt, ey. Ja, die gibt's echt überall. Manchmal mehr oder weniger versteckt halt. Und links steht's beim Fangen. Okay, also haben wir noch keinen mit. Jetzt schnell. Jetzt hätte dir es gesagt, ja? Ätzend. Ah, jetzt sind diese kleinen grünen Äffchen überall. Die kann ich dann fangen. Hier ist nochmal ein Dragonier. Ach, der ist einfach wieder respawned, unser Dragonier. Das ist ja der Boss hier. Kannst du ja machen. Oh, ich hab einen Shiny hier, euch. Hä? Ich hör's hier. Ach, da, ein Voltilammen Shiny. Und ich bin tot, almost. Witzig. Ist einfach ein Shiny und ich sterbe gegen das Drachenvieh da hinten. Ist das, ja, gut. Zu stark oder wie? Oh, hier ist ein Voltilamm. Shiny Voltilamm. Guckt ihn euch an. Lammball. Bist denn du? Soll ich zu dir kommen? Schnell! Ja, komm ruhig. So als Backup. Okay. Ich tu sogar auf meinen Wolf aufmounten. Rüstung beschädigt. Könnte nur ein bisschen dauern. Mein Wolf ist halt echt absolut wack. Abzweigen, dankeschön. Für 3 Monate. Liebe geht raus. Lammball. Außergewöhnlich guter Läufer. Hast du gefangen? Ja, ja. Einfach einmal in den Rücken geworfen. Ja. Gut. War ein Lammball Level 2, also der war ein bisschen leichter zu fangen. Da muss der in der Höhle, wenn der dich ja gewonnen hat, entweder warst du da noch sehr niedrig Level vom Level. Level 10 war der. Der hat mich gewonnen. Der hat eine Lava-Attacke, die den ganzen Boden zerstört hat, gemacht. Boah. Der hat mich gelöscht. In der Tat. Egal, let's go. Erstes Shiny. Der Shiny. Ich muss meine Rüstung fixen gehen. Yo, sup. Junge! So aus der Luft geschossen, Alter. Gib her den Knife. Komm, sei blitzschnell, kleiner Mann. Fast ein Profi kaltblütig. Not what I'm looking for. Ab nach Rom. Rom wie Rom.
So, ein bisschen Stuff repariert. Fantastisch. Der Boss hat mich einfach fast gekillt, ne? Dann hätte ich das Shiny wieder verkackt. Und ich bin Level 18. Nice. Wollen wir ein bisschen Base bauen jetzt? Ich werde jetzt mich auf den Rückweg machen, ja. Technologie. Steinbauset. Oh, Megagleiter. Der hat sogar eine höhere Geschwindigkeit, ne? Ja, ob der so gut ist, hoffe ich. Frage ich mich auch. Ob ich meine Palswährung drin gehabt, Alter. Oh, waren sie. Boah, auf 20 können wir die Gigasphäre lernen. Kann ich schon machen, aber lohnt halt nicht, ne? Weil wir kein Metall haben, wie blöde. Können wir das nicht auch mit irgendeinem Vieh automatisieren? Wäre wichtig. Das wäre halt huge, ne? Wenn wir das. Ja. Würde ich uns ein paar Kisten craften und du strukturierst um, oder was? Oder willst du jetzt schon das Haus komplett abreißen? Also ich würde ein komplett neues am liebsten bauen wollen. Richtig schön eins aus Stein. Check ich. Ich glaube, Stein ist die Ressource, bei der wir jetzt so am wenigsten Probleme, glaube ich, haben. Oder nee, Holz war sehr viel, ne? Holz haben wir 10.000. Und Stein geht schon ein bisschen weg, jetzt nur noch 9.000. Haben aber auch viel Palladium gemacht, ne? Ja, ich würde auch sagen, wir heben das Stein besser auf, dann bleiben wir jetzt erstmal bei dem, was wir jetzt haben, weil wir haben auch noch das obere Stockwerk und wir verlagern das Lager dann ins obere Stockwerk. Selbst das Shiny-Logo ist 1:1 von Pokémon geklaut, ne? Echt? Du meinst diese zwei Sterne? Ja. Blaue Sterne vor allem. Der Schillerpin sieht genauso aus wie dieser blaue Stern. 1:1 geklaut. Und der Legende Arceus sieht es auch so aus in der Box. Ist das geisteskrank? Das kann ich leider echt null beurteilen, weil ich habe die Spiele nie gespielt. Ja toll, aber der hat gar kein Funkeln, wenn man den gefangen hat, ne? Der hat das gar nicht mehr, diesen Funkeleffekt. Ist das krass. Respektlos. Ja. Fast ein Profi, der isst halt einfach weniger, satt halt um 15% weniger. Motivationscoach. Nightwing gefangen. Flink. Nein, hast du echt einen Flinken? Ja, der hat Flink. Ja, okay, dann GG, hast durchgespielt eigentlich. Ist das der Schnelle? Ja, das ist der Schnelle. 30% mehr Tempo. Kannst du fliegen in schnell. Digga, der sieht aber auch krank cool aus. Incinerum. Sein Handwerk ist Level 2. Der ist ja jetzt schon nützlicher als so ein Pinguin. Jetzt formt der hier Stein wieder. Klasse. AXDNMZ. Also ich tue weder mitzocken, noch casten oder irgendwas. Ich kümmere mich nur mit dem Team drum, dass wir alles organisieren mit den Game Modes und dass das alles funktioniert und so. Ich wollte das mit Absicht so. Also nicht, dass ihr auch denkt hier, dass Eli da irgendwie nichts gönnt oder so. Ich habe zu ihm vor Anfang an gesagt, ich möchte das nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht will, dass die Leute sagen, ich saug oder so, weißt du?
Deswegen, also eigentlich, ne, also wenn er auch jetzt mich erwähnt oder so, das macht Eli alles, ne, ich hab nichts, also ich hab zu ihm gesagt, er braucht mich nirgendwo irgendwie mir Credits geben oder so. Strom, die sind groß. Oberbergmann. Eigene Effizienzbergbau plus 25%. Ja, ist nicht schlecht. Ich finde das mit diesen Fähigkeiten so geil, ne? So seltene Fähigkeiten und sowas. Passives, die alle haben, ganz random. Schon ziemlich cool. Außergewöhnlich. Arbeitstempo plus 15, Angriff plus 15. Bewegungstempo 20%. Das ist doch eine Schnellreise-Dings. Also ich werde gleich noch eine kleine Expedition hier machen, um diese Dinger zu sammeln und dann werde ich Metallkisten bauen, I don't care. Ich bin jetzt wieder da, ich fange jetzt an. Mach mal, mach mal. Kein Stress, Repass, ich mach das jetzt. Also die Dinger habe ich schon gelernt, die Metallkisten. Ich habe die auch gelernt. Okay, gut, dann mach. Ich will mir jetzt noch eine Sache craften und zwar hier einen Sattel. Und ja, zeig mal, bevor es dunkel wird. Ich will sehen, wie du den machst, wie schnell du damit fliegst. Ah, ich muss erstmal den Sattel hier mit dem Pinguin craften, das dauert kurz. Check ich. Crazy's Rache, moin, alles fit, ja, und selbst? Ich hoffe generell, Chat, euch geht's gut. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel auf den Chat achte. Aber ihr wisst ja, wenn ich mit Leuten zusammen zock, ne, dann ist es ein bisschen unhöflich, die ganze Zeit auf den Chat einzugehen. Lang kein Pfeilmangel mehr. Ach, der Pinguin hat mich jetzt alleine gelassen. Ich helfe dir. Der arbeitet jetzt bei mir und dann helfe ich dir. Ich habe schon, ich habe extra schon meine Handwerksgeschwindigkeit erhöht. Ich auch. Und guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Yeah. Ich hoffe wirklich, dass er schnell ist. Wenn er nicht schnell ist, dann wäre ich sehr enttäuscht. Also selbst wenn er nicht schnell ist, du kommst halt an höhere Gebiete ran. Das ist halt ganz cool. Aber der muss gut sein. Vielleicht gibt es andere Viecher, die schneller sind. Das muss es sein. Aber ich glaube, der ist jetzt schon echt gut. Wenn du den jetzt blitzschnell hast. Boom. Na, zeig mal her, dein Nightwing. Ja, warte. Wo kann ich den denn? Guck, deine Base-Geschwindigkeit ist jetzt schon viel schneller als meine. Guck mal. Krass. Das ist schon viel schneller. Wie kann ich denn höher fliegen? Leertaste gedrückt halten einfach. Und wenn du in der, wenn du jetzt mal gerade Strecke bist, kannst du linke Maustaste, dann macht er so eine Animation und dann dasht er einmal. Aber der Dash ist nicht so krass. Nicht so wie vom Reindeer. Ach, ich muss dafür in der Luft sein, ne?
Ja, du kannst auch am Boden machen, linke Maustaste. Machst du einen Windstoß und danach machst du dann einen Dash. Okay. Aber die Ausdauer ist ja bodenlos schnell leer. Ja. Ist halt immer wieder am Boden. Aber ist schon trotzdem geil. Also mit 30%, also das macht schon was aus. Weil das Ding ist todlangsam. Bei mir, also brutal langsam. Im Vergleich zu meinem Rentier ist das bodenlos, ehrlich. Ja, ich denke mal, da gibt es bestimmt später noch viel bessere. Ja. Oder wenn man züchtet halt, ne? Stimmt. Boah. Wie hat man nochmal das Baumenü geöffnet? Mit. Alter, was ist das denn hier für einer mit den Hörnern? Was hast du da geholt? Das ist meiner, den ich Team Rocket abgeknöpft habe. Alter, was? Ja, ja. Oh, oh. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee. Das riskiere ich mal lieber nicht. Hier ist noch einer. Ach, da waren wir auch noch gar nicht. Oder was? Guck mal da oben. Oh nein, ich will nicht schlafen. Stuck. Was soll das? Oh, hier ist ein Boss hier drüben, ne? Moorinsel. Ich vergesse jedes Mal meine Fackel einzupacken. Ah, hier ist so ein Siegelgefängnis. Das ist das. Level 23. So. Pajov, gerade geht ein bisschen Palworld zusammen mit Reapers, bin ich am Zocken. Unbelastbar. Kacke. Boah, jetzt haben wir echt gut von den Teilen gefunden. Man sieht nichts in dem Game, Alter. Brigade. Ach du Kacke, Level 23 Viecher. Okay, okay. Ich hau ab. Das sieht mir zu Endgame aus, ja. Beziehungsweise Midgame.
Siegelgefängnis noch eine Statuette, okay. Was ist das da? Ein Pocket Monster. Der Erdenbaum. Wie er das chillt. In der Ferne. Ja, hier bin ich zu weit draußen. Ich will nicht so weit raus. Ja, wir brauchen echt was für die Nacht. Kevin, kann man irgendwas schon craften? Außer Fackel? Schon was gesehen? Ich habe leider gar nichts hier. Unser ganzes Metall habe ich jetzt auch richtig schön aufgebraucht schon. Für die neuen Kisten. Ja, da müssen wir hier gleich farmen. Nach der Nacht. Ih, ich habe Real-Life-Hunger. Ih. Hier schläft ein Marmorrest. Warum sind alle Marmorrest stark in dem Spiel? Wann waren wir denn auf der Insel hier? Warum ist die komplett offen auf der Karte? Wir waren noch nie hier, oder? Welche? Ne, die waren von Anfang an, auch oben links sind die offen. Die Startinseln sind stimmt. Alle offen bei mir. Das ist eine Startinsel. Deswegen ist ja auch alles Low-Level. Ich hab wieder ein Shiny gefunden. Nox. Gönn. Gönn, bleib im Ball. Shiny Nox gefangen. Finn, dankeschön für 40 Monate. Moin, moin. Liebe geht raus. Cool, cool. Hier ist auch alles. Das ist krass. Okay, diese Startinseln sind alle Low-Level-Gebiet. Also hier ist alles wieder. Drumherum ist so Level 30. Alle Gegner 20, 30. So, aber auf der Startinsel ist einfach Low-Level. Boah, das ist aber auch echt eine schöne Startinsel hier. Was ist das für eine Ente? Fork, hatten wir die schon? Super. Ich will doch nur diese grünen Teile finden, Alter, bitte. Ja, jetzt wird's schon wieder. Ah, jetzt wird's schon wieder hell. Auf dem Berg ist eins. Ich hoffe, wenn Pauls nass sind sie langsamer einfach. Bist du ja auch als Spieler, glaube ich. Das ist einfach ein Debuff, ne? Mhm. Gruselige Geräusche. Wie, noch 7 Pfeile. Mehr Muskeln als Verstand hat mein Nightwing.
Oh, jetzt kommt der Kapitän hier rein. Der El Capitano. Ich höre schon wieder ein Shiny. Hä? Was ist das denn? Park der Shinies heute, oder was? Guck dir den fetten Gockel an. Ich hab so voll die Starter alle in Shiny gerade. Chickpicky, Alter. Shiny Gockel. Oh, der verfettet. Hätte ich jetzt gerne aber auch gegessen, sag ich dir, wie es ist. Der sah schon saftig aus irgendwie. No. Ja, mach sie weg. Den nehme ich jetzt zum Kämpfen hier, mein Bisaflor. Der ist so nice, der Bisaflor. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Pokémon hier. Ich glaube, du meinst Meganium. Zeig mal. Ja, das ist Meganium, mein Freund. Das ist 1 zu 1 Meganium geklaut. Der hier? Der 2 Starter. Ja, ja. Das sieht 1 zu 1 aus wie Meganium. Ruby, wer ist der denn? Der erinnert mich mit seinem Kopf so ein bisschen an, wie hieß das eine da mit dieser Blume? Duflor, oder? Ja. Der erinnert mich so. Google mal Meganium, du wirst sagen, 1 zu 1 dasselbe Pokémon. Das ist einfach 1 zu 1. Die Fresse ist gleich, der lange Hals, die Farbe. Das ist einfach Meganium. Meganium. Bilder. Megania. Also Mega und N-I-E am Ende. LOL. Gleich, ne? Ja. Hä, die haben einfach nur die Blume, die der um den Hals hat, haben die auf den Kopf gesetzt? Ja, ja, das war's. Das war's. Und haben einfach statt 4 Beine 2 gemacht. Smart. Jetzt weiß ich auch, warum die sagen, dass sie das mit einer AI gemacht haben und die Leute sagen, dass sie die wahrscheinlich mit diesem Pokémon gefüttert haben. Ja, komplett. Und die AI hat dann die Dinger daraus generiert. Komplett. Ah, das ist ja schon geisteskrank insane. Ja. Yep. Oha! Fangen wir mal ganz schnell bitte ein hier. Was denn? Nee, ich meine jetzt ich hier. Ich habe mein Pflanzenwesen hier auf einen geworfen. Der hat ihn einfach direkt entzündet und alles. Na, steck's nicht drin. Oh, war da ein Fliegchen? Ja. Da ist ein Mamorest im Baum stuck. Wie creepy sieht das denn aus? Ja, der frisst gerade meine ganzen Bälle, glaube ich. Nein. Habe ich, sehr schön. Guter Hit. Shotgun. Treffer. Nein, ich habe Mamorest getroffen. Weg von dem. Komm, blitzschnell gönn. Ungeschickt. Das ist so ziemlich das Gegenteil von blitzschnell. Ungeschickt ist der. Mir gehen auch die Bälle und alles aus. Ja, wir müssen echt mal ein bisschen unser Game upsteppen. Ich werde gleich so farmen gehen, ne? Ich bin gerade schon Erz hier am Abbauen nebenbei. Ja, das Ding, ich hab gute Spots für Erz. Ich werde so dumm viel Erz gleich mitnehmen. Du bist smart, wenn du dein ganzes Team voll machst mit diesen Katzen, Kevin. Außer jetzt irgendwie dein Reitvieh. Alles voller Katzen, für jede Katze im Team hast du 50 mehr Ausrüstungsgewicht.
Ach, ich krieg passiv von denen auch noch Fähigkeiten? Ja, kriegst du passiv von denen auch. Von jedem Pokémon eigentlich. Oh. Wo kann ich denn sehen, was das für ein Passive gibt? Oh, warte, lass mich gucken. Wo war das nochmal? Da, wenn du einfach über die hoverst, wenn du auf Team gehst. Tab, Team. Dann steht da, wenn du über die hoverst, wenn Kativa in deinem Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Ist überall was dabei. Wo? Einfach über die hovern, dann steht das da. Nicht draufdrücken, einfach Team drüber hovern. Bei dir ist halt ein Schloss, deswegen siehst du es nicht bei dem. Bei der hat irgendwie Sattel brauchst du bei dem, aber bei den anderen siehst du es. Ich brauch bei allen Sattel. Ja. Ja, ja. Also aber sonst, aber diese Katzen sind so, hey, Ausrüstungsgewicht plus 50. Also wenn du dein, wenn du farmen willst, pack dir alles voller Katzen und dann farmst du wie ein Blöder. Hab ich vorhin auch so gemacht. Hier hinten ist wieder ein Nightwing. Ja, okay. Deal. Ja. Auf das Pal F drücken. Ja, aber sehe ich ja hier auch schon. Steht unten rechts. Ja. So, ich komme heim. Ja. Ich mache mein Inventory leer. Guck, wie viele Grüne hätte ich noch gebraucht? Ich sag noch so 4. Schießpulver gefunden. Schwache Medizin. Ja. Hm. Ja. Noch mehr essen. Shit. The Dropper ist schon da. Ja, schon länger. Moin, Aluwolf. Es gibt auch schon den Legendenpfad und Battle Pass und alles. Bedürfnisse. Komm schon. Warum arbeitet hier niemand? Du hilfst mir jetzt beim Arbeiten, damit das klar ist. Besser ist es. Dass er es wagt, wegzugehen, ne? Boah, meine Nase ist so zu. Boah, crazy. Alles kracht bei mir. Hast du Kisten gebaut? Ja, oben, ne? Ja, guck mal oben. Ja, aber wollen wir die echt oben lassen? Wollen wir nicht unten alles zerfetzen und switchen? Wie meinst du das jetzt? Also komplett neue Base? Nee, unten die Much-Kartons zerstören, die großen, dicken nach unten packen. Ach so. Müssen wir nicht immer hochlaufen. Wir könnten auch oben und unten Kisten machen. Ja, okay, ich fetz die jetzt. Ich lager alles jetzt auf schlampisch um, klar. Und dann fetze ich die unten kaputt. Ich würd sagen, wir machen dann oben, wir sollten mal gucken, ob das reicht von der Reichweite, oben dann einfach ganz viele Ressourcen rein, so Stein, Holz und so. Aber der holt das ja von draußen, glaube ich, sogar schon rein, ne? Das geht sehr weit. Ja, ich glaube, das geht schon weit. Also vielleicht eigentlich brauchen wir, glaube ich, gar nicht die Kisten oben sortieren, ballern da einfach alles wirr rein und unten tun wir nur sortieren, wo so Sachen wie Eier oder so drinne sind. Ja, aber Eier, wann brauchen wir die? Ja, wir brüten oder so, ne, oder? Ja, aber brüten dauert 45 Stunden, also. Okay. Weiß nicht, ob sich das so lohnt, tatsächlich dann auch. Ich packe erstmal alles rein und zerfetze dann die kleinen Boxen, dass wir die erstmal los sind. Also morgen, oben ist jetzt alles schlampisch. Schlampisch. Brüten OP, bei uns auf dem Server leider nicht. Das brüten Lacher. Komplett Lacher. Guck mal, wie lange Brüten bei uns dauert. 16 Stunden für ein. Ich sag dir, dass das ist OP, weil die Leute.
Also ich, meine ehrliche Vermutung ist, die haben sich das alle runtergestellt und das ist sau OP, weil du halt sehr schnell damit dir die Viecher richtig hochzüchten kannst. Ja. Das ist in Ark nicht anders. Also wenn ich Ark gespielt habe, habe ich mir das auch, wenn ich alleine gespielt habe, hochgestellt. Und dann kannst du dir halt sehr schnell krasse Dinos züchten. Weil da gibt es halt Mutationen. Ich würde gerne wissen, was Standard ist. Vielleicht hat G-Portal auch getrollt. Das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, halt, das kann sein, dass das, Was ist denn standardgemäß auf Multiplayer-Servern? Auf Solo ist ja klar, dass der boostet ist, weil wenn du alleine auf den Server gehst... Ja, da wird ja niemand Solo, wird niemand 48 Stunden da brüten. Ja, das ist ja Quatsch, das ist ja komplett Quatsch. Aber was ist denn Standard bei Multiplayer-Servern? Das muss ich wissen. Wenn du mit anderen Leuten spielst, wenn du einen normalen Server von dem Game aufmachst, kann man das überhaupt, einen normalen Server von... Ja, die haben Official-Server wahrscheinlich, worauf man so spielen kann. Das ist auf Official Servern, Chat. Wenn ihr Official Server mit euren Freunden spielt, wie lange dauert da das Brüten? Jetzt mal jemanden, der auch Ahnung hat. Das wüsste ich gerne. Weil dann hat G-Portal getrollt. Dann müssen wir das echt umstellen. Weil wenn 72 Stunden, dann ist sie ja hochgestellt. Du wolltest ja nicht hochstellen. Also jetzt ist gerade wieder 16 Stunden, 8 Minuten und ich sag ganz ehrlich, meine Vermutung ist, dass es richtig so, weil das über Nacht weiterläuft, wenn wir jetzt pennen. Ja, aber Freunde, ihr sagt jetzt alle 30 Minuten, wenn ihr Solo spielt, dann hau ich euch eine rein. Weil Solo ist extra runtergestellt. Was ist Multiplayer? Wie ist das mit, wenn ihr mit Freunden spielt? Nur Leute antworten, die Freunde haben. Okay? Server bei G-Portal sind standardmäßig auch sehr schwer gestellt. Daran liegt das. Ja, okay, dann ist halt Quatsch. Aber was heißt sehr schwer? Ist die Welt, sind die Gegner auch schwerer? Machen die mehr Damage? Aber ich finde jetzt nicht, dass das so krass. Ich bin zwar auch gestorben, ich wurde zwar schon mal gewonnen, so, aber. Also vom Schwierigkeitsgrad finde ich es gut, wie es ist. Aber was hat das denn? Warum soll man dann auf sehr schwer und dann züchten auf 35 Stunden stellen? Das ist so dumm. 30 Minuten Jumbo, 2 Stunden Riesenei. Damage mal 4. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das Brüten, wenn du es umstellen kannst, dann müssen wir das auch unterstellen. Das ist ja Quatsch. Aber so 30 Minuten würde ich auch nicht fühlen. Das ist zu schnell. Weil wir haben ja den Vorteil, dass der Server nachts läuft, ne? Ich guck jetzt mal. G-Portal. Also höchstens mal halbieren, würde ich sagen, die Zeit. Zumindest mal. Ich mach mal eben ganz kurz hier bei mir Vollbild. Diese verfickte Box. Boah, mach die mich sauer. Wolltest du morgen eigentlich auch spielen? Ja. Okay. Volle Kanne. Wird Max bestimmt auch wollen und pranken. Weil ich sag ganz ehrlich, ich wollte morgen in den Enshrouded reingehen. Ja, mach. Das ist das Game, wo ich mich am allermeisten drauf freue dieses Jahr. So, ich guck gerade. Cool aus. Also, ich habe mir den Trailer angeguckt. Ja, ist halt Minecraft mit Dark Souls gemischt, ne? So als Survival-Game. Das Bauen ist halt geisteskrank. Yep.
Boah, die haben jetzt schon wieder 500 gemacht in der ganzen Zeit. Holz auf den Stein auch 800, Alter. Schön. Mahan, mach Platz. Ich komme nicht an beides ran, ne? Boah, ist das ein Tilter. Soll ich das mit dem Eierspeed jetzt umstellen? Also ich habe jetzt geguckt, da steht auf 72 der Wert. Und der Standardwert bei allem anderen ist 1. Also ich kann den auf 1 stellen. 72 ja, der ist 72-fach so hoch. Das ist so dumm. Soll ich den auf 1 stellen? Ja gut, es kann sein, dass die... Nee, 1 ist zu krass. Also das ist der Standardwert 1, ne, den das Spiel hat. Ja, auf leicht, wenn du auf leicht spielst. Soll ich den auf 36 machen? Ja, aber oder so mach so 20. Ich glaube 20 ist auch gut. 20, okay, aber wenn ich das jetzt umstelle, dann wird jetzt der Server neu starten, ne? Ja, okay. Stehen ja eh noch rum. Ich gehe raus. Und gehe aufs Klo. Alles klar. Server startet neu. Ich habe schon einen Key für Enshrouded. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon heute streamen dürfte. Hey, das ist aber nicht geändert. Ich glaube, er muss das Ei einmal raus und wieder reintun. Ja, Reapers? Ja, hallo? Ich hab's jetzt auf 20 gestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, nee, ja, Bruttempo halt. 50%. Guck mal. 100 bei mir. Aber es ist ja jetzt 16 Stunden statt 30 oder was wir hatten. Das ist jetzt 21 Stunden. Aber, guck mal, die Zeit vergeht schneller. Ja, bei mir steht 16 Stunden. Ich würde auch sagen, ich glaube, dass du das Ei einmal rausnehmen und neu reinlegen musst, je nachdem, damit sich das aktualisiert. Bei mir ist 21 Stunden, 20... Guck, jetzt hat sich's aktualisiert. Jetzt 5 Stunden. Ja, bei mir ist 6 Stunden 40. Hey, warum ist bei dir eine andere Zeit als bei mir? Ich weiß nicht. Bei mir ist das Bruttempo 50%. Bei mir 100. Ja, bei mir steht sehr nur etwas warm. Bei mir ist sehr angenehm.
Ja, von mir aus, wir können auch den vierfachen Wert einfach reinmachen. Lass vierfach machen. Start nochmal, gib ihm. Was heißt vierfach? Ja, wir haben jetzt 20, mach auf 4. Dann haben wir 3, 4 Brütungen pro Tag, die wir an einem Dings machen können. Ich finde das okay. Okay, warte. Genau, statt speichern. Statt 20 machen wir 4. Oder habe ich 4 gesagt? Ja, ne? Ja, 4. Ich habe jetzt 4 eingestellt. Okay. Ja, okay. Deal. Aber muss trotzdem neu starten, ne? Server startet jetzt neu. Die Zeit geht schon nicht mehr weiter. Oh, ich lese gerade, bei dir Reaper ist etwas leiser. Liegt das jetzt an dir oder echt an mir? Weil ich habe das Gefühl, ich bin bei allen immer sehr leiser. Hat bei mir jemand geschrieben? Ja. Ist Reapers leise, Chat? Mike so kacke eingestellt. Nee, ey, brauchst du gar nicht. Ich habe hier mein Mischpult. Ich habe jetzt einfach eingestellt, dass Discord was lauter ist. Ja, ja, aber ich glaube wirklich, dass ich wirklich kacke leise bin. Das ist das Problem. Es kann aber auch sein, dass ich dich vielleicht bei mir mal leiser gestellt hatte wegen LAN-Party oder so. Das nicht umgestellt habe. Mhm. Also ich verstehe dich absolut top. Also auch clean, würdest du sagen? Ja, absolut. Also so richtig cleane Audio-Quali? Ja. Okay, perfekt. Okay, also bei mir ist das Ei jetzt bei 4 Stunden 58, aber es muss wahrscheinlich nochmal wieder raus und reingetan werden. Dann ja, aktualisiert sich das. Das gleich. Warum ist aber bei mir sehr warm und bei dir etwas warm? Das checke ich nicht. Vielleicht, weil ich der Dude bin, der es reinlegt. Ich check das ganze Game nicht. So. Eine Stunde 20. Das ist fein für mich. Ja, jetzt aber nur noch etwas warm. Vielleicht an der Tageszeit. Jetzt ist ja Dämmerung. Und Bruttempo ist 50%. Aber damit kann ich leben. Ich würde auch gern mehr Eier hier brüten, aber die Brutmaschinen sind echt teuer. Wir brauchen diese Artikelstücke. Die sind nicht ohne. Wie viel, frag ich mich jetzt, brauche ich noch von grünen Statuetten, Alter? Das würde ich gerne mal. Boah, Level 22 geworden vom Rumlaufen. Nice. Ich habe schon 14. Dude. Level 4. Let's go. Okay. Dann, also, ich habe jetzt oben alles gefetzt, ne? Also, hier sind jetzt. Kannst du. Warte, ich kann die auch craften, ne? Ich hab's ja auch gelernt. Eisentruhen. Achso, wir brauchen Eisen. Stimmt, das war unser Point. Haben wir irgendwas für Licht? So auf dem Weg, außer eine Fackel. Licht nicht. Also, es bleibt bei einer Fackel, ja? Hm. Wir können so Standfackeln bauen. Nee, ich brauche was zum Mitnehmen. Ich sehe ja nichts, Alter. Weißt du jetzt nicht, wollen wir pennen einfach? Komm, gib ihm, pennen wir. Dann gehe ich jetzt farmen, wie ein blöder Metall. Ich packe mein ganzes Team voller Katzen. Ja, alles voller Katzen. Ich mach das auch. Ich werde jetzt so Katzen reinnehmen. Ich habe so viele Katzen vorhin gefangen. Helfende Pfote. Das ist sogar nur Level 1, ne? Wenn das stärker ist, dann gibt das ja noch mehr dann. Hey, das Game ist ja. Du brauchst, glaube ich, einen anderen Paul. Das ist ja geil, das Game. Das ist so geil mit den Passives, ne? Das feiere ich auch ich so hart. Ich finde das richtig geil. Ich farm uns jetzt so dumm und dämlich Erz, Alter. Ich habe einfach 750 Gewicht, kann ich tragen. Wie krass ist ich das? Ich habe jetzt ein Paul nicht mitgenommen. Mein Reittier habe ich immer mit. Wie viel kannst du? 650 kann ich auch gerade. Oh, Saal, guck dir das an! Hier sind 9 Steine, 9 Metallerz auf einem Fleck. 9. 9 dicke Steine. Junge, du bist da über Schnellreise hochgegangen, ne? Ja. Guck mal, wo ich bin. Kannst du ja eigentlich auch zu mir zipieren, dann so wie schnell hier. Machen wir die 9 Steine weg, Abfahrt. Ich bin unterwegs, tu mal eben. Ich mir gemerkt, die Stelle. Boah, Alter, hier machst du Erz.
Theoretisch, wenn wir Bergbauer-Pokémon mitnehmen, ne? Mhm. Einen oder so, der hilft uns ja auch. Könnte man theoretisch auch machen. Wir laufen halt extrem schnell voll, das ist das Problem. Gut, zwei Steine farmen, voll. Hinter der Kirche einfach bin ich. Bin schon voll. Gebrochen. Ich seh's hier. Hat schon wieder back. Guck dir diese Steinfarm an. No. Back to base. Ablegen. Schmelzen gleich auch. Sollen sie auch mal schaffen daheim. Was denn los hier? Sehr angenehm. Brühtempo erhöht auf 100%. Das liegt echt am Tag, ne? Ja. So, dann mach mal. Flambier mir da mal alles weg. So, Teil, glaube ich, hatte ich auch jetzt was. Das heißt, ich kann schon mal eine Big Boy Truhe machen. Ja, yeah, helf mir, kleiner Paul. Nicht so schüchtern, komm ruhig her. Ja, yeah, guter Mann. Bonk, 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 bonk. Sauber. Schon so. Eine Big Boy Kiste. Beautiful. Das ist sie. Direkt hinter der Kirche. Alter, ist hier viel. Ja, was habe ich gesagt? Die Stelle habe ich extra gemerkt dafür, wenn wir Metallfarmen gehen wollen. Geil. War voll Haus. Werte erhöhen. Wie viel Eisen hast du mit dir geschleppt gerade? Ich hab nicht drauf geachtet. Voll Inventar, voll auf 650. Das sind zwei Steine insgesamt. Dann bist du voll. So. Aber wenn wir das alles einmal abbauen und zurückbringen, dann haben wir richtig viel. Ja, ja, das ist dumm viel. Das Geile ist, wir können auch direkt ins Lager schnell reisen. Ja, ja, also das Schnellreisen ist auch so big, ne? Kann ich das direkt hier auch? Das Geile daran ist, du kannst deine Base echt bauen, wo du willst. Sonst ist immer so, ja, was ist so die strategisch klügste Lage? Aber durch diese Schnellreisefalle ist einfach egal. Einfach an einem Schnellreisefall. Fertig. Ich habe 75 Stück jetzt gerade in die Base gebracht. Ich habe die jetzt erstmal oben in die Kiste getan, weil das Problem war, ich konnte nichts reinmachen. Weil der da ja, schon ja, am schnellsten ist. Du musst erst mal rausnehmen. Ich habe 700 Ausrüstungsgewicht, Alter. Boah, ich habe auch so Fleisch. Das sind 22 weg an Gewicht. Ich tue das mal eben braten lassen in der Zeit. Kann ich gar nicht. Doch, da. Wieder voll. Jetzt, ich habe so 76 Erz mit. Da ist er wieder hergeportet. Aber ich finde, mit der Schnellreise geht das eigentlich, wenn man da hinten immer hingehen kann, das holen. Komplett, ne? Es geht eigentlich, also dann klar ist ein bisschen... Wenn das respawnt und das müsste respawnen, dann easy going. Ja, da können wir immer wieder Eisen holen. Ich
Geiler Spot, nicht wahr? Ist geil. Mhm. Ey, bevor ich das vergesse, Reapers, was ich dich unbedingt fragen wollte. Mhm. Weil du ja auch so Spiele wie Dark Souls und Elden Ring feierst. Hast du schon mal Monster Hunter gespielt? Das werde ich so oft gefragt, warum? Weil ja, es wurde ein neues Monster Hunter angekündigt und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du Bock hättest, das zusammen zu zocken. Aber was hat das mit Dark Souls zu tun? Das ist doch einfach... Monster Hunter ist nur Bossfights. Nur. Du kämpfst, also der Sinn des Spiels ist, du tust durchgehend gegen, also die Monster, das sind Bossfights, die haben Fähigkeiten, Angriffsmuster, wie in Dark Souls. Und du musst die entweder töten oder jagen und dann nimmst du die aus und mit den Materialien fertigst du dir bessere Rüstung an, um noch stärkere Monster zu besiegen. Und hier wird jetzt ein neues angekündigt, das war doch ultra, ja, ultra alt, World, Monster Hunter World, oder nicht? Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du echt kein Game hast zu zocken, ne, und Bock hast, dann meldest du dich einfach und wir gehen mal in Monster Hunter World rein. Ist das denn draußen schon? Monster Hunter World ist ja schon ewig. Das Neue, was du sagst. Nein, das Neue kommt erst Anfang 2025. Aber Monster Hunter World ist immer noch, das hat jetzt gerade seinen Höchstpeak. Das hat, also, ja, hab ich auch gehört, aber ich werde auch oft gefragt und ich check's gar nicht. Warum. Das ist so geil, das Game. Also ich glaube, wenn du das einmal anfängst, wirst du richtig drinne sein. Weil das ist wirklich auch ein Grind-Game. Du musst manchmal die Monster richtig lange abfarmen und an so seltene Materialien zu kommen, um dir dann die, also um die Waffen und so von denen anzufertigen. Und alles hat irgendwie Perks, du kannst das kombinieren und so. Das ist geisteskrank, ich liebe das Spiel. Also in Monster Hunter World kannst du ohne Probleme 2000 Spielstunden investieren, wenn du das willst. Ja, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht verliert. Man muss ja auch immer gucken, wie das ankommt, ne? Also, kann man's ja mal safe. Also ich spiele jedes Monster Hunter, wenn das rauskommt, immer. Ja, aber also, war da nicht irgendwie so ein scheiß Monster Hunter Handygame, was irgendwie gar nicht gefeiert haben? Ja, so, also, ja, das Handygame war halt, die haben da auch so, also bei Monster Hunter ist es normalerweise so, die Monster haben auch gar keine Lebensanzeige und alles. Du, also das ist halt so, ne, sehr jagdbasiert. Du musst dann drauf achten, wenn das Monster anfängt zu hecheln und so ein Kram. Daran erkennst du, ob die schon müde sind und du die fangen kannst. So, und die haben immer mehr angefangen, das Ganze so eher casual-freundlich zu machen mit Schadenszahlen. Dann haben die bei diesem Handygame, haben die eine Lebensanzeige reingebracht. Da sind alle ausgerastet, danach haben die das nie wieder gemacht. Ich glaube, du kannst das jetzt nur noch mit so einem besonderen Perk. Ich hasse Lebensanzeigen. Ja. Ja, und das Krasse ist... Das haben die bei Zombies, Call of Duty Zombies gemacht. Das Ding ist auch, was bei Monster Hunter auch richtig krass ist, du kannst zum Beispiel von so einem Drachen und so den Schweif abtrennen und dann kannst du den ausnehmen, da kriegst du auch besondere Materialien raus. Also das kommt auch drauf an, was du bei dem Monster dann abtrennst, ne? Da kommst du nur an bestimmte Materialien, wenn du dann zum Beispiel den Schweif abtrennst. Und dann gibt's halt auch, es gibt da irgendwie 14, 15, 16 verschiedene Waffen und alle spielen sich anders. 16 Waffen klingt jetzt aber nicht so krass viel. Da, ja, aber die, also du wirst das sehen, die spielen sich sehr unterschiedlich, die Waffen. Na, müssen wir mal gucken. Wenn eine Gaming-Flaute da ist. Ja, aber 2025, warum sollte man jetzt noch mit World anfangen dann? Also vom Ding her spielen die Spiele sich immer sehr ähnlich. Und die nehmen auch immer dieselben Monster, so hast du dann die Angriffsmuster und so schon drin. Mit jedem Teil kommen halt immer neue dazu. Ja, und die haben halt einen unfassbar hohen Wiederspielwert, ne? Also ich spiele sogar teilweise noch manchmal so richtig alte Monster Hunter Teile. Weil die machen halt einfach unfassbar Laune. Ja, mal gucken, wie es ankommt. Kommen wir mal testen. Das war's, wir sind fertig. Was tötest du da? Ich habe aus der Katze rausgeworfen. Okay. Also wir haben jetzt irgendwie 200 Erz oder so noch oben in der Kiste. Das heißt, wir können gleich über 100 Barren produzieren. Ich habe 150 noch in der Kiste unten, ne? Gut, dann haben wir irgendwie über 200 Barren. Und das Erste, was ich mir machen werde, ist... Ich werde mir so einen Sattel für diesen Hirsch machen. Ich will nicht mehr mit diesem verkackten Vogel durch die Gegend fliegen oder diesem scheiß beschissensten, richtig kacken Wolf da. Der kann gar nichts. Der kriegt nicht mal, der springt nicht mal eine Steinkante hoch. Ja, du brauchst schon den Deer. Den Eiktier-Deer. Ja, der kann ja wenigstens einen Doppelsprung. Ja, der ist ein Macher. Eiktier-Deer-Braten machst du. Krass. Sick, sick. Was macht das Vieh hier am Boden? Komm mal wieder raus da. Spinnst du?
Ach, der war stuck. Ist der dumm. Okay, dann mache ich noch mehr dicke Kisten hier. Ach, kein Metall. Ii. Kannst du mal kurz anhalten? Dann packe ich hier noch richtig dumm viel. Brate ich hier erstmal alles. So, ich baue uns. Ich habe uns jetzt 100 Metallbarren zum Craften gemacht. Okay. Und das Geile ist, wir haben diesen Fuchs. Das ist ein Bossfuchs aus einer Höhle. Der das hier brät, ne? Der ist bei uns in der Base. Das heißt, der macht das viel effizienter. Okay, das ist geil. Ja, das ist geil. Ich baue für unseren Pinguin eine Panzerfaust, damit der nächste Raid nicht mehr gefährlich wird. Bau mal eine Panzerfaust, damit er uns auch schön die Bude wegknallt hier. Oh, klasse. Die Wirkung Jetham, damit er eine Partnerfähigkeit Elektroschockgranate verwenden. Elektroschockgranate? Joltalk-Handschuhe. Die Panzerfaust, ne, die dauert so lange zum Herstellen, das ist geisteskrank. Ja, sind echt viele Sachen. Die und der eine, Pal hat ein Magengeschwür. Ist der dumm. Enterhakenpistole, kannst du die schon bauen? Nee, dann müssen wir einen Boss machen, ne? Ich hab die schon gelernt. Ich kann dir auch eine craften. Nur die, die Mega. Besser, die bessere kann ich noch nicht. Da müssen wir einen Boss besiegen. Die will ich haben. Da müssen wir einen Boss besiegen. Ja, lass doch einen Boss machen. Wir hatten noch Bosse hier. Boah, da ist noch ein Level 23er Boss. Der King Packer. Ja, können wir gleich machen. Ich mach noch die Panzerfaust fertig. Ich glaube, ich nehme dann so einen Pinguin mit. Können wir den dicken Enterhaken machen. Ist so ein Dinosaur-Sattel, also ist der schneller? Ja, wir kriegen ja erst auf Level 19. Das heißt, der muss doch schneller gehen. Dass die hier alles rumliegen lassen, ne? Frech. Ich will, dass hier jemand schafft und mir die Fasern ranbringt. Ist das klar, Viecher? Oh, ist klar, Chef, ist klar. Gut. Ey, wir hatten jetzt die Panzerfaust hier. Hab ich jetzt was hier nicht gecheckt, oder? Naja, was soll ich machen jetzt hier? Ja. Oh nein. Ja. Fellrüstung. Warte mal, die hab ich doch an, ne? Hast du schon eine Fellrüstung? Nee. Ich crafte dir eine. Fellrüstung ist in der Workbench, ne? Kannst du hier rausnehmen. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Nicht unser Haus. Den siehst du nicht. Warum muss der so explodieren, hä? Lebt er noch? Ich glaube, der ist weg für immer. Nein, der ist in deinem Team wieder. Ich habe gesehen, dass der Ball so zu dir gekommen ist. Wenn ich E drücke... Der ist tot. Ja, dann musst du den hier reinpacken einfach, dann lebt er in 10 Minuten wieder. Das heißt, du hast immer einen Schuss damit, okay. Warum wird hier nicht geschafft? Gönnt sich mal ein Päuschen. Dumme Sau. Okay, dann Fellrüstung, wo hat sie die? In der Workbench. Sie einfach rausnehmen. Ah, nice, danke. Okay, und dann wollen wir jetzt den... Ich krieg das nicht an. Noch nicht genommen. Hast du nicht. Ja, ich versuch's gerade anzuvisieren. Ja, hier oben hast du's. Das ist ja... Das müssen die unbedingt fixen. Ja, das nervt. Junge, sehe ich scheiße aus. Also bei dir sieht die geil aus, aber bei mir, das sieht ja unfassbar scheiße aus. So, das ist bodenlos. Also bei mir sieht die richtig scheiße aus, die Rüstung. Was soll das? Ist doch geil, Kevin, was soll das? Ja, wir brauchen Metallbarren für alles Mögliche. Ich sag zweiten Wolf ran. Alter, jetzt spuckt der hier Feuer. Geil, ich mach einen zweiten. Ja, der rastet auch komplett aus, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, guck mal, wie schnell der das macht. Ja, der Wolf macht's genauso.
Okay. Weil der ist auch ein der ist ein Riesenboss. Ey, wollen wir den Boss jetzt besiegen oder was? Ja, warte, lass mich noch einen zweiten Ofen bauen. Okay, ich nehme meinen starken aber mit dann. Der ist Level 17, der wird richtig ausrasten. Der hat 1651 Leben, Drachenwelle, Florapeitsche, Blumenduftdrache. Gut geschafft, Jungs, gut geschafft. So, dann mache ich hier auch nochmal dumm viele Barren. 72, zack. Dann wird da jetzt gespuckt und da gespuckt. Ich glaube, der Wolf ist schneller sogar, ne? Nee. Oh, du gönnst dich wieder ein Päuschen, ne? Dumme Sau. Gut. Dass er es wagt. Okay, dann hole ich jetzt meine Pocket Monster an Werk und los geht's. Gehen wir mal kurz den Boss da klappen. Endlos Magen. Sattigkeit sinkt 15% schneller. Was ein Kackvieh. Nee, hau mir ab. Ungeschickt. Arbeitstempo 10%. Dann nehme ich den hier mit. Ich lauf schon mal, ne? Weil ich bin zu Fuß. Ich brauche ewig, bis ich da bin. Okay. Ich bin für 3 Shinies. Witzig. Warum bist du nicht Schnellreise hin? Ist bei dem eine? Ach, von da oben hätte man springen können, ne? Oh, hier ist wieder eine Nightwing. Du hast schon blitzschnell Nightwing, ne? Ja, ja, ich hab doch schon flink. Theoretisch brauchst du den gar nicht. Deswegen, ich lass die mal, ich sag dir das nur, falls du... Esvento, danke für 62, Mann. Liebe geht raus. Ja, hallo. Kein drauf. Guten Morgen. So, wo bist du? Parkour! Ist richtig, ne? Ja, ich muss da unten drunter durch. Oder drüber. King Parker. Also der sieht auch echt cool aus, muss ich dir sagen. Mhm. Hast du den schon gesehen, oder was? Ja, ich hab den vorhin entdeckt, deswegen. Ach so. Ich bin da. Ich warte. Ich will, soll ich den Kampf eröffnen mit meiner Panzerfaust? Mach mal. Okay, warte. Ja, zeig mal. Komm. Warum will der nicht? Oder hat die jetzt Cooldown? Hier, ihn kann ich nehmen. Ey! Warum attacken die mich jetzt? Dass sie es wagt, Fickviecher. Double Kill, ein Schuss. Okay, ich geh jetzt. Gehen heran erstmal. Verkack den Schuss. Ich baller dem so ins Gesicht, ne? Warum haut der ab? Nicer Schaden, wie fandst du? Der steckt im Arsch und hat 9 Schaden gemacht, glaube ich nur. Oh, Alter, der ist aber auch zu hoch für uns. Meinst du? Ja, ja. Ist Level 23. Bro, schon High Level. Er fokust nicht. Deine Time to Shine. Ich dash ihn an. Oh, der hat meinen fast gewonnen-hitted. Oh, shit. Du musst die Pocket Monster switchen. Alter, der schießt mir in den Lauf. Er ist der Beste. Wir machen kein Damage. Ey, und seine Einhandviecher, Reapers, lass uns abhauen, schnell. Nein, das geht, das schaffen wir. Ich sag, wir packen den. Bleib auf Distance. Ich mach die anderen erstmal weg. Die anderen sind halt das Problem. Ja, ja, ich mach die weg. Tot, alles tot. Pass auf, der jumpt dich. Schön. Oh mein Gott! Randy wird sterben. Das wird passieren.
Also der Schuss ist insane. Der ist insane. Das Ding ist, ich mach dir mit meinem Bogen ein Damage. Ist zu wenig, Kevin. Mach mal mehr. Ja, ich schieß auf seinen Kopf 9 Schaden, Junge. Das ist so lächerlich. Oh, ich bin stuck am Stein. Oh, er hat mein Schild nur kaputt gemacht, okay. Schild ist so broken, ne? Die Attacke ist chillig. Dieser schnelle Feuerball, der ist nicht chillig. Der da. Der ist krass. Der ist krass, die Attacke. Okay, mein Randy ist tot. Meine auch? Angriff! Wie krass stark der ist, Alter. Wow, was hast du jetzt mit dem gemacht? Ich hab meine Panzerfaust in sein Gesicht. Alter, die hat aber gut Damage gemacht. Die hat diesmal gut Damage gemacht. Der war sogar direkt gestunt. Ein Vieh macht auch irgendwas. Der ist immer noch stunlocked, ne? Der steht vor dem, guck mal, der kann nichts. Der steht vor dem, der ist buggy. Ne? Was denn, ey? Wie viele Pfeile hast du, Kevin? Auf Kopf schießen. Den 93. Ja, okay, dann können wir den so machen. Guck mal, meiner hat ihn in der Hypnose. Der ist in Lauf mit ihm. Schieß nicht mit einer Panzerfaust oder sowas. Weil sonst könnt ihr den das anstatten. Ey, mit was machst du so einen Damage? Oh, oh mein Gott! Ich mach denselben Damage wie du. Hä, der kriegt viel mehr, als der anzeigt im Bogen. Mein Vieh greift ihn an. Der macht da auch noch gut Damage. Boah! Gut gedodged. Meiner ist wieder zum Teil voll, der macht auch gut Damage. Oh. Okay, pack deinen gleich wieder ein, ne? Ja, der ist schon drin. Oh mein Gott, der hat mich mein Schild weg. Der hat 76 Leben noch. 38, pack deinen rein. Mach ich. Ich werfe einmal. Bro. 1,6 Wahrscheinlichkeit. Das Ding ist sauer. Warte, ich will testen. Aber ich hab auch mit einem schwachen Ball gemacht. Ich hab 16%. Ja, das schafft ist raus. 16. Ja. Du hast nochmal geworfen. Ich hab 3 Stück. Nein! Ist raus. Okay, ich hab 5% nur. 18. Das sind echt immer nur 5% beim Fang. Boah, 5% ist schon asozial wenig, ne? Ist das normale? Ja, das ist ein Boss, deswegen dauert der so lang. Nein, ich meine die Sphären, die du wirfst. Nee, gute. 50. Ach, kacke. 50-50 verloren. Ich hab nur noch 5. 50%. Komm schon! Können. Ja! Let's go! Da boah, 1600 hat das gegeben, dass du den gefangen hast, mein... Bro, 2100 bei jedem Punkt. Ah, nee, warte mal. Kommt ja auf den Dings drauf an. Ja, Min, das war doch ein guter Fight, Alter. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ich hab die Mega-Enterhaken-Pistole gelernt. Geil. Die werden wir uns jetzt schön saftig zweimal craften, damit wir dann über die halbe Map uns endlich ziehen können. Ich werde eh nur rumreiten, ich sag dir, wie es ist. Ich werde nichts anderes machen. Ich werde damit erstmal direkt den Erdenbaum erklimmen. Ab zum Erdtree. Ach, guck mal, hier ist noch was zum Mitnehmen. Gib her das gute Erz. Jawollo. Warum laufe ich, wenn ich fliegen kann? Ich erkenne gar nichts hier, ey. Ach, da ist der Schnellreisepunkt.
Ja, der gleitet. Der Kevin G-Timer, Gamers-Timer. Ab nach Rom. Nach Rom, nicht Rom. Yeah. We back! Alle pennen. So, keiner arbeitet. Pennen. Ja, sofort. Ollum, danke schön für 78 und Gottbeer, danke schön für 3 Monate. Ich finde das Game geil. Ich finde es wirklich geil. Was höre ich hier? Hallo? Und durchschlafen. Naja, arbeitet! Die kommt direkt hier rein, es geht direkt los. Wird hier geschmolzen direkt. Ich brech mal ab. Mach einmal. Schön einmal voll machen. Einmal voll machen. Ey, haben wir keine Fasern mehr? Nein, hier, miau, miau. Ich will so doch, ich habe welche gecraftet hier. Guck mal, hier hinten. Du kannst ja Fasern aus Holz und aus Stein kannst du Dings machen. 122 Fasern, bitte. Ich nehme die mal. Ich will mir jetzt endlich auch so ein Reittier hier machen, so. Benötigt Bewässerung. Na, dann mach mal, Keule. Arbeiten da hinten. Jetzt bewässern die alle hier. Das Beet. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. So, mein Deer ist... Ach, der lebt wieder. Ja, cool. Was denn mit denen hier? Wollen wir den mal heilen hier, ha? Huh? Hatte ich nicht eine Medizin in der Hand? Hab ich hier wohl abgelegt. Ich weiß es nicht, Schatz. Es kann auch sein, dass der was später kommt. Ich habe keine Ahnung. Kracht und pfeift. Ist geheilt. Boom. Come back. Und jetzt arbeite hier. Will nichts hören. Er hat immer noch Magengeschwür. Kleine Medizin bringt nichts. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ey, ich habe einen, der hat 4 Fähigkeiten. Wild, ja. Eingebildet, Machoist. Angriffsstratege und da hat er 3 Pfeile. Ja, viele, viele mehrere. Aber sind es auch viele gute? Das ist die Frage. Flink ist wichtig, ne? Damit er schnell ist. Arbeitstempo 15%, Angriff plus 15. Plus 15. Was können die anderen Shinies? Guck mal, was dein Shiny kann. Vielleicht kann man den einbauen. Was meinst du einbauen? In unsere Base, dass der da arbeitet statt andere. Wenn der krassere Fähigkeiten hat. Ich guck mal. Ist immer so das Effizienteste hier reinpacken, wenn es so von dem Typen her. Außergewöhnlich und Neutralität. Außergewöhnlich ist, glaube ich, 15% mehr Arbeitstempo, aber dann müssen wir gucken, dass du das ersetzt durch etwas, was genauso viel Sinn macht, weißt du? Also der hat einmal Zaun und Blatt. Genau, und dann guckst du, ob ein anderer Zaun und Blatt im Team schlechter ist von den Werten. Und dann kann man den immer ersetzen, theoretisch. So macht man das immer mit den Viechern hier in der Base. Die haben alle mehr. Ja, dann lohnt bei mir auch nicht. Also
So ein Scheiß. So der fühlt sich der erste geil, Shiny der richtig kacke an. Ich habe 3 Shinies, die können alle nix. Soll ich dir sagen, Alter? Ich sag dir ganz ehrlich, also ich fühle mich jetzt hier richtig strong, weil ich jetzt den Dings hier habe. Wo ist meine aber, Kevin? Was ist deiner? Wo ist mein Enterhaken? Ah, warte. Ich war hier jetzt so auf meinen Hirsch fixiert. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich den endlich nutzen kann. Also aber Shinies sind schon geil in dem Game. Wo bist du? Ich bin gerade hier hinten. Hinten. Die Hirsche rasten hier komplett aus. Boah, ich fange den noch schnell und dann komme ich. Ja. Ja, habe ich gesehen. Schnell gefangen. True. Geht. Nein, ich habe einen Ball weggeworfen. Der ist durch. Warum haust du den jetzt ab? Ich will dir meinen Shiny zeigen. Achso. Ja, komm, ich komm. Wir gucken den in der Base an. Schöneres Licht. Und jetzt mach schnell hier auch. Ups. Ach du Scheiße. Ich bin da durchgelaufen, das ganze Holz eingesammelt. Das tue ich weg, wir haben so viel. Kannst ja hier reinpacken. Hier, Holzkiste. So, zeig dein Shiny. Du darfst aber nicht lachen, okay? Okay. Okay? Ja. Bitte, steig nicht ab. Steig bloß nicht ab. Hier. Guck dir den verfickten Riesengockel an. Das ist einfach ein Riesenhuhn. Oha, was hat der eingesetzt? Hey, ist der Level up geworden gerade? Ich weiß es nicht, kann sein. Ich habe noch mehr Shiny. Ich zeig dir auch die anderen Rest hier. Noch ein Shiny. Keine Ahnung, der ist jetzt nicht oha. So groß, aber das sieht schön aus. Nox. Der ist aber richtig von Evoli inspiriert, ne? Ja, diese voll viele sind von Evoli inspiriert. Und mein letztes Shiny? Ach du Scheiße. Mein Watteschild. Kannst du... Bleib hier, Watteschild. Hat er die Fähigkeit Watteschild? Ja, haben die alle, glaube ich. Ah, okay. Ich kann hier aber nicht grabben. Muss F gedrückt halten. Ja, kommt nicht. Ach, jetzt. Guck mal, mein Watteschild. Der guckt aber nicht so, als wenn er sich darüber freut. Er kann mich mal. Ach, Meter. So, jetzt guck ich mal wegen den Enterhaken. Enterhaken-Pistole kann ich nur hier machen. Lass mal Depresso arbeiten und beobachte ihn. Warte, das muss ich mir angucken. Wo ist Depresso? Wer von denen ist Depresso? War doch voll traurig. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie eine bessere Werkbank oder so brauchen, ne? Weil ich kann da hinten nur die Enterhaken-Pistole machen. Oder hat die sich automatisch zur besseren geupgradet? Das ist Depresso-Chat. Der will jetzt schaffen. Mal gucken, was er macht. Ja, okay, das ist geil. Guck mal, wie Depresso arbeitet. Guck dir das mal an, Kevin. Der hat gar keinen Bock. Hundertprozentig hat er keinen Bock. Guck ihn an. Ja, weiß ich nicht, was? Ob der so der effizienteste Arbeiter in der Base ist. Der Mixer, der will da. Guck mal, der daneben. Hauptsache der Fundler so, ja, ich mach, ich bin voll am Schaffen. Und er so, ja, schaff mal. Mach mal. Na klar, na klar, na klar. Ineffizienz. Was hier? Ich finde auch geil, wie der so in Zeitlupe die Spitzhacke hebt. Ein geiler Typ. So, die brennen mir hier alles weg, das ist schön. Ich bin ja, halt immer noch am gucken so wegen der Enterhakenpistole, ne? Also, ich schau musst mal eben. Musstest du nicht, die nicht woanders machen? Ich guck gerade, die braucht 4. Also die muss in einer anderen Werkbank gecraftet werden, weil das hier ist nur die normale. Die dicke ist hier rechts von mir. Die dicke Werkbank. Die ist aber nicht drinne, die bessere Enterhakenpistole.
Hover mal über deine und guck mal, was da steht einfach. Vielleicht hast du die ja. Ne, bei mir steht auch Enterhakenpistole. Sicher, dass wir nicht eine bessere noch lernen können, Werkbank. Ja, macht doch keinen Sinn. Da steht doch dabei, wann du die craften kannst, oder? Die arbeiten hier immer alle zu kurz, Alter. Chat, bringt es was, wenn wir mehr von diesen Brunnen bauen, wo die sie immer baden? Sind die dann von GEI effizienter? Oder ist das unnötig? Sonst baller ich denen da alles voll. Die brauchen mehr Effizienz hier. Was soll denn der Scheiß? Ich baue mal das Ball zum Ballcraften oben, damit wir leichter an diese Werkbank kommen. Sonst ist es immer so scuffed. Bis ja. Wir da immer drauf springen. Perlsphären-Werkbank. Baue ich jetzt oben am Fenster. Müssen wir eh nicht so oft ran. Das kann doch nicht sein. Da weiß wieder keiner im Chat. Scheiße. Scheiße. Oh, große Werkzeugkiste. Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Handwerk. Was für ein Pal was für ein Ding? Große Werkzeugkiste. Bro, Aufsichtskanzel, du kannst... Bro, warum haben wir das nicht vorher gebaut? Du kannst entscheiden, wo wer an was arbeiten soll. Jetzt baue ich sofort die Scheiße. Hast du die gebaut, die hochwertige Werkbank? Ja, das ist die, die Zweier da. Können wir dem mal Aufgaben zuteilen? Sagen, woran die schaffen sollen. Arbeiten, Arbeitstempo normal. Schuften, brutale Arbeit. Bro, weißt du, was wir machen können? Was denn? Wir können denen jetzt sagen, ey, ihr arbeitet, dann ist Arbeitstempo normal, Bewegungstempo normal, GI, Wertreduzierung normal und Sattheitsverlust normal. Oder wir können denen sagen, die sollen schuften, dann ist alles auf hoch. Oder wir sagen denen, brutale Arbeit. Und dann ist der Wert maximal bei allen Sachen. Dann haben die zwar sau viel Hungerverlust, sehr viel GI-Wertreduzierung, aber dafür arbeiten die auch richtig schnell. Und das Icon einfach so. Digga, die sind so am Arsch. Ist das geil. Aktuelle Anweisung, brutale Arbeit. Jetzt will ich es mal wissen. Jetzt verbrauchen die viel Essen und so ein Scheiß, aber. Ich baue denen noch eine heiße Quelle, by the way. Okay. Ich will einfach, dass die effizient sind und vielleicht auch nicht so weit weglaufen müssen. Ich baue denen das direkt hier ans Beet. Der erste schläft vor Stress ein. Hier, jetzt habt ihr mehr GEI. Ihr Wikeser. Habt ihr einen Stressbart, einen Chillerbart. Ich lasse das auch nicht so lange an, aber jetzt, wenn wir gerade in der Base sind, rattern die schön schnell durch. Jetzt brauchen die halt auch dumm schnell Essen, ne? Frage ist trotzdem, ich check's noch immer nicht. Naja, jetzt werden hier auch mal endlich die Metallbarren gemacht, Alter. Was denn los hier? Was denn los? Wie viele Pfeile? Ich habe keine Pfeile.
Also entweder gibt es eine Werkbank, die extra nur für so antike Sachen ist, oder ich habe keine Ahnung, ey. Es steht aber auch nicht dabei, wo du die craftest, also den besseren Enterhaken. Chat, wo kriegen wir den besseren Enterhaken her? Sofort her damit, mit der Info. Dieser Paul ist gesund und munter. Warum läuft er dann weg? Warum arbeitet er nicht? Verbessertes Modell mit höherer Reichweite. Einfach in der hochwertigen Werkbank. Sicher, dass du es gelernt hast. Ey, ich bin mir 1000%ig sicher, dass ich da drauf gedrückt habe. Dann mach halt nochmal. Enterhaken. Ich relog einfach mal. Ich teste einfach mal, wenn ich jetzt relogge. Er arbeitet. Nee, ist nicht drinne. Hä, hey, das ist sau weird. Was ist denn die Waffenwerkbank? Das ist doch... Oder gibt's noch eine andere? Es gibt eine Waffenwerkbank, die ist ab Stufe 20. Wieso sagt jemand, die braucht man, oder was? Boah. Na, dann ist das. Dann ist es wahrscheinlich die Waffenwerkbank. Ich lerne die, ich baue die uns. Digga, wir können eine Muskete langsam lernen, ne? Auf 21. Mhm. Ich kann das sogar schon. Betäubungsknüppel. Digga, einfach der Betäubungsknüppel. Metallrüstung könnten wir auch schon bauen. Boah, ist aber so teuer. Es kostet alles Geile, kostet Metall, ne? Mhm. King Packer könnten wir auch reiten schon. Ich hab doch den King Packer gefangen, den Boss, ne? Den haben wir noch gar nicht rausgeholt. Wir brauchen so dumm viel Metall, das ist der Wahnsinn. Ich hab sogar noch ein bisschen Metall hier. Er ist ja überall noch hier drin, in den... Hier ist auch noch 50 drin. Packst du da rein? Wir haben schon noch ein bisschen. 76 Barren habe ich auch noch auf Tasche. Und die kochen ja immer noch. Wenn die mal arbeiten würden! Verdammt nochmal, warum schafft hier niemand was? Brauchen wir die Waffenwerkbank noch Sachen oder können wir die direkt bauen, wenn du die lernst? Ich guck mal. Ich brauche Nägel erstmal. Crafte mal ein paar Nägel. Dann baller ich die dir. So, wo ist die Waffenwerkbank? Hier. Ich kann sie bauen. Ich baue dir die oben ans Fenster. Ja. Ich hole gerade noch ein bisschen Palladium. Da sind überall einfach scharfe Pistolen und sowas. Ja, guck mal. Musst du doch mal gucken, ob es da dran ist. Schon geil aus, so mit den Shotguns, Pistolen, Armbrust, eine M4 irgendwie. Sieht schon böse aus. So. Schaff mal was hier. Dass sie arbeitet. Ja, hier ist die.
Okay, wir müssen Palladium produzieren dafür. Mann. Zweite Futterstelle im Haus wäre echt smart, ne? Ist sie da, ja? Palladium ja. Habe ich schon in Produktion gegeben. Okay, draußen. Ja, wenn wir gleich genügend haben, dann kann ich die Enterhacken machen. Schön. Alter, wer pennt jetzt, das Mastvieh? Guck dir das an. Guck dir die an. Wie vermastet er dann? Wer schreit denn da so? Ey, hast du die alle auf hier brutales Arbeiten? Nee, auf starkes Arbeiten habe ich gestellt. Brutales der eine Arbeiten ist erschöpft, gesagt. Dieser Pal ist erschöpft und kriegt nichts auf die Reihe. Die werden so ausgebeutet, die kommen Scheiße. Überhaupt nicht klar. Der eine, der Pal schläft vor Stress ein. Den einen juckt's gar nicht. Ich mache ein Futter-Dings hier bei uns in der Base auch. Dann könnt ihr auch hier essen. Müssen die nicht mal rauslaufen. Dann nehme ich die Hälfte vom Essen draußen und pack's hier rein. Dann die Arbeiter, die dann drin sind, die müssen nicht immer rausgehen, wenn sie Hunger haben. Smart. Dann essen die hier und arbeiten sofort weiter. Bumm. Oh, mal was kochen hier. Was denn? Kann dir auch helfen. Sag doch was. Ach, ich hab Zeit. Bumm. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Den hast du jetzt gelernt. Mal gucken, was der kann. Bin ich auch gespannt. Zeig mal. Und? Sieht gar nicht so langsam aus. Was ist sein Linksklick? Linksklick? Okay. Wie ist sein Jump? Ey, zerfetzt hier nichts. Machst Damage an mit dem Dings an den Gebäuden. So. Kann er Double Jumpen? Nee, ne? Nee. Aber der ist halt, du kannst mit dem halt richtig gut kämpfen, ne? Ja, gut, meiner kann auch krank, also meiner macht, guck mal, auf die Range kann ich schießen, das macht extrem viel Schaden. Dann habe ich meine Shotgun und mein Dash macht auch sehr viel Schaden. Aber guck mal hier. Ja, sieht geil aus. Das macht auch gut Damage, ein Schuss 70. Ja, aber guck mal, obwohl du schießt viel schneller, ne? Meiner lädt halt lang auf, 290 Damage. Und das krasseste ist halt das. Schweifetag, ja. Der macht gar nichts, hier Schaden, schade. Jetzt kann ich hier die Kiste tun. Was sind die Passives von den anderen, wenn die im Team sind? Hugo, die G-Portal-Server sind ausverkauft. Ach du Scheiße. Junge. Erhöht. Quatschig. Was ist, wenn der im Team ist? Kann auf Befehl als Waffe ausgerüstet werden, mit der Explosiveier verschießen können. muss man alles mal nutzen, das ist bestimmt witzig. Schreibt gerade im Chat die Leute, das Spiel ist so beliebt, ne? Hm. Bei G-Portal waren die Server jetzt 5-mal ausverkauft. Krass. Da kannst du dir mal vorstellen, was da abgeht, ey. Das ist krass. Und kennst du das Survival-Game Conan Exiles? Schon mal gehört, ja. Ja, das ist ja so Conan halt Survival-Game. Und ich weiß damals, das Spiel war auch schon sehr beliebt, da haben die auch ein paar tausend Server verkauft und das ist von den Spielerzahlen. Also, keine Ahnung, das waren 10.000, 15.000 gleichzeitige Spieler. Und da musst du mal überlegen, und das Spiel hat 1 Million gleichzeitige Spieler. 1,8 hatte das vorhin. 1,8? 1,8. Ja, das ist Wahnsinn. Dann ist das ja, glaube ich, sogar jetzt Platz 2, ne, mittlerweile. Auch. Ja, ist 2. Hat Chat schon gemeint, Platz 2. Was ist denn Platz 1 auf Steam? PUBG. Die hatten mal 3,2 Millionen. Ja, das war damals zur Halbzeit, kann ich mich noch erinnern. Das war voll schnell gestorben, der Hype, als Fortnite kam und sowas, ne? Am Anfang wurde ja Fortnite übertrieben gehatet erstmal. Ja, ja. Da meinten alle, ja, ist von PUBG geklaut und der Klon und so, ne? Ja, und dann haben es alle gefeiert. Ist das krass und PUBG einfach Dead Game, Alter. Was ist passiert, Alter?
Was ist nur passiert, hä? Beim gemeinsamen Kampf erhalten seine Angriffe einen Attributsschaden. Das Attribut Schatten. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der nächsten Folge auch schon. Wir haben wieder jede Menge erlebt, wir sind gut vorangekommen. In der nächsten Folge werden wir dann den besseren Enterhaken machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und nicht vergessen, Bewertung und Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.